So, seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edeladürm zu einem neuen Part Pokémon Y hier aus der Top 4, aus der, ja, Pokémon-Liga. Und wir begeben uns langsam, aber sicher auf den Champ zu, ja, ist das nicht ein schöner Saal? Ja. Ab ins Sonnenlicht, ab auf die Scheibe, die uns hoch zum Champ teleportieren wird. Ja, das Pokémon-Team ist wieder komplett geheilt. Auf geht's zum Champ. Willkommen, ich bin Dianta, der Champ der Kalos-Region. Warte mal, dich kenne ich doch. Wir sind uns in Illumina City und in Tempera bereits begegnet, nicht wahr? Du und deine Pokémon-Team, ihr habt Team Flair das Handwerk gelegt. Wenn ich mich nicht irre, dann bist du sicher auch der junge Trainer, von dem Professor Platon so schwärmt. Vielen Dank. Du und dein Team, ihr habt uns alle gerettet. Ihr müsst wirklich sehr talentiert sein. Ich freue mich schon sehr darauf, euch im Kampf glänzen zu sehen. Jetzt geht's auf in den legendären Kampf. Auf in den Kampf versus Dianta. Dianta, wie sie genannt wird, die Top 4 Champ, ein Herausforderung von Champ Dianta. Risladero wird von Dianta Champ eingesetzt. Naja, dann los, auf geht's. 6 Pokémon gegen 6 Pokémon. Mal sehen, ob das was wird. Ich setze mal gleich mal Surfer ein, obwohl ich nicht mehr viele AP habe auf Surfer. Naja. Aber es wirkt. Da setze ich gleich nochmal ein. Flying Press. Ah. Das ist mal eine geile Attacke. Flying Press. Gut, und erstes Pokémon der Top. Der Champion Top 4. Besiegt. Jason erreicht Level 45. Das fängt doch schon mal super an. Das erste Pokémon ist besiegt. Wenn das mal nichts wird. Nächstes Pokémon. Das sieht mehr nach einem Wasser-Pokémon aus. Da würde ich mal Schädelwurm probieren. In der Hoffnung, Christoph fällt das aus. Nee, tut er wahrscheinlich nicht. Ne. Hätte meinen Trank benutzen können, aber gut. Lucario, jetzt bist du am Zug. Würd mal sagen, Nahkampf. Versuche es gleich mal mit Nahkampf und besiege das zweite Pokémon. Genau. Wenn das so weitergeht, sehe ich ein gutes Ende für diesen Kampf. Viskugon. Sag mir nichts, das Pokémon, aber gleich wird es mir was sagen. Sieht bestimmt sehr hübsch aus. Ja. Das sieht sehr hübsch aus. Oha. Das hält schon ein bisschen mehr aus. Oha. Das war ja klar, dass das so nicht weiter, dass das so nicht ewig weitergehen kann, war klar. Ich würde gerne Lucario wieder heilen, weil ich habe da ein gutes Gefühl bei, dass Lucario uns hier helfen wird. Deshalb nehme ich jetzt mal Jason als Platzhalter. Oh, gut.
Macht er gut als Platzhalter. Hypertrank auf Lucario. Lucario ist wieder voll aufgefrischt. Oh, kann Jason sogar noch was einsetzen. Würde ich mal sagen, Body Slam, versuch's mal damit. Naja, oder wer hat besiegt durch Fokusstoß. Oha, er hat's ausgehalten. Was für ein geiles Ding. Nochmal. Top Genesung. Och nö. Komm. Ja, krieg ich auch hin. Body Slam. Oh. Nochmal. Vielleicht kann Jason sogar was, ein bisschen was anrichten hier. Wuhu. Hätte ich mal gleich auf Jason gesetzt, dann. Ja. Starker Krieger hier. Der schafft das Pokémon hier noch. Naja, oder auch nicht. Hast aber einen guten Dienst geleistet, Jason. Wow. Bin stolz auf dich, Jason. Aber jetzt kommt mal Lucario und gibt's dem Pokémon das, den Rest. Nicht das Rest, sondern den Rest. Ich setze mal sicherheitshalber Nahkampf ein. Ja, weil ich wusste, dass das jetzt passiert. Und Nahkampf. Verdammt. Komm, halt aus. Jetzt mal Drachenpuls oder sowas. Genau. Super. Das war ja bisher leicht. Für den Champanos. Das ging ja. Der letzte Top 4 Trainer war deutlich schwerer. Justine versucht Spiegeltrick zu erlernen. Und Justine kann nur maximal 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke durch Spiegeltrick ersetzt werden? Nein. Bloß nicht. Bekannte Attacken erhalten. Ja. Schön. Let's play Markus, aber ich Level 50. Wuhu. Happy Birthday to you. Weiterkämpfen. Endlich der 50. Level 50. Noch 3 Pokémon. Die kriegen wir auch noch hin, würde ich sagen. Versuch's mal mit Aurasphäre. Wuhu. Und was war das? Das ging aber ratzfatz. Lucario erreicht Level 62. Wuhu. Der Kampf läuft aber mehr als gut heute. Die Welt erreicht ein neues Level. Plumdrin wird eingesetzt. Ich kämpfe natürlich weiter. Versuche mit Lucario gegen den Kürbiskopf zu kämpfen. Hat keine Wirkung. Na, wunderbar. Setzt Halloween ein. Könnte fast sein, könnte das sein, dass gerade Halloween ist, wenn ihr dieses Video seht. Das ist zwar eine Vorproduktion, aber das könnte wirklich glatt sein. Dann würde ich mal probieren mit Drachenpuls. Ja, das wirkt doch. Oh nein, nicht die erste Attacke, nicht die erste Attacke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe Angst. Phantomkraft, ja genau. Lucario wohnt und siegt. Ja. Ich glaube, ich setze die gleich noch ein zweites Mal ein. Guck mal, Justine. Justine muss mal kurz einen Platz weiter machen. Ich setze natürlich hier mal weiterhin auf Lucario. Das ist, glaube ich, besser. Halloween. Wenn das mal nicht passt. Ich bin mir ganz sicher, dass heute zumindest, dass zumindest bald Halloween ist, wenn ihr das hier seht. Ich denke ja. Nein, ich sollte doch, Mann, wollte doch Lucario heilen. Naja. Wuhu! Das war aber auch sehr effektiv. Wenn das mal nichts gebracht hat. Trotzdem wird jetzt
Ups. Plum drüben geheilt. Lucario wird auch geheilt. Gut, ich versuch's nochmal mit Fliegen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wow, was ist Fliegen für eine effektive Attacke hier? Alter Schwede. Justine war noch nie in so einer Hochform hier. Wow. Meine Pokémon überraschen mich jetzt hier im Champ-Kampf. Ich glaube, ich werfe nicht mehr. Der schafft das gerade noch. Ne, die schafft das gerade noch. Entschuldigung, Justine ist ja ein Weibchen. Das einzige Weibchen im Team. Also, muss es ja Power haben. Wow, geil. Justine ist eine starke Lady. Wow, eine Kämpfer-Lady. Hm. Wie mein Meerschweinchen. Mein erstes Meerschweinchen hieß Nora. Das war auch so ein... Das war eine richtige Kämpferin. Oh Mann. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Justine. Los, nochmal fliegen. Ich versuch's einfach. Oh, mega. Gardevoir. Sieht auf jeden Fall schon mal hübsch aus. Ja, gut. Justine wurde besiegt. Ich versuch's nochmal mit Lucario. Vielleicht kann Lucario hier ein bisschen was machen. Nahkampf vielleicht. Erbs. Wusste ich doch, dass das im letzten Pokémon hier scheitert. Mondgewalt. Na klar. Das letzte Pokémon. Na klar. Ich vertraue nicht auf Let's Play Markus. Nein. Ich vertraue darauf nicht, dass das jetzt... Nee. Versuche erstmal Beleber auf Lucario. Ob das so eine gute Idee war, weiß ich nicht. Wir werden es gleich rausfinden. Gut. Ein Hypertrank schnell noch. Ich versuche Lucario wieder herzustellen. Das ist... Mein Vertrauen auf Lucario ist sehr groß. Ihr habt es schon bemerkt. Notfalls habe ich ja noch die Welte. Ich muss versuchen, mit Lucario möglichst viel zu erreichen. Aurasphäre vielleicht. Ja, klar doch. Mondgewalt. Dass das aber klar war. Bringt es jetzt was? Nee, bringt nicht. Ich werde jetzt erstmal darauf setzen, einen Beleber einzusetzen. Einen Beleber auf Christoph. Ja, vielleicht habe ich dann zumindest einen Joker noch bereit. Gut, jetzt hoffe ich aber darauf, dass die Welt das richten kann. Bitte, die Welt, du bist meine letzte Hoffnung. Finster Aura. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, halt aus. Finster Aura. Ja, wunderbar. Hypertrank. Scheiße. Ich hab Angst. Wie oft kann die Mondgewalt einsetzen? Nein. Nicht öfter, als ich Hypertränke habe. Halt aus! Nein! Kacke! Die Welt wurde besiegt. Nein, Kacke. Ich kann mich jetzt nicht... Oh nein! Ich kann mich jetzt nicht auf Christoph verlassen.
dass der das aushält. Letztes Pokémon, Level 65. Versuch's, Christoph, versuch's. Gib dein Bestes. Oh nein, ich möchte jetzt hier wirklich nicht im Trainer-Cup. Och Mann. Nein, bitte nicht. Hydro-Pumpe. Nein. Scheiße. Nein. Oh Mann. Oh nein. War schon so weit. Och nö. Komm. Das versuchen wir nochmal. Ich zeige euch eine zusammengeschnittene Fassung. Ja. Nach dem zweiten Versuch habe ich es dann im letzten Atemzug geschafft. Wow. Das war mal ein geiler Kampf. Jetzt ist die Top 4, die Pokémon-Liga und der Champ besiegt. Geil. Beim Anblick von Menschen und Pokémon solch edlen Gemüts lacht mein Herz. Let's Bayman gewinnt 16.320 Pokédollar und geht siegreich aus dem letzten Top 4 Kampf hervor und besiegt den Champ der Pokémon-Liga. Ich bin so gerührt. Ich kann meine Gefühle gerade kaum in Worte fassen. Ich bin ja so froh, dass ich es bis zum Champ geschafft habe und diesen Kampf erleben durfte. Du und dein Pokémon-Team, ihr seid einfach grandios. Jetzt verstehe ich, wieso Platan sich in Luna City so ins Zeug legt, um dir dem neuen Champ eine Freude zu bereiten. Aber darf ich dich jetzt erstmal etwas bitten, mir kurz zu folgen, Let's Play Ben? Na klar, ich bin jetzt der Champ und gerne folge ich dir. Dem alten Champ. Oh, eine neue Ebene. Speichervorgang. Bitte das Spiel nicht ausspielen. Let's Play Ben hat das Spiel gespeichert. Dieser feierliche Ort wird die Ruhmeshalle genannt. Hier werden die Namen aller jener Pokémon und Trainer verewigt, die ihr Können in der Pokémon-Liga unter Beweis gestellt haben. Let's Play Ben. Deine Zuneigung zu deinem Pokémon-Team und die Art und Weise, mit der dieses Team im Kampf alles für dich gegeben hat, werden von dieser Maschine für die Nachwelt festgehalten. Glückwunsch zum Eintritt in die Ruhmeshalle. Glückwunsch Christoph Level 66. Glückwunsch Lucario Level 61. Glückwunsch Justine Level 56. Glückwunsch Jason Level 45. Und Glückwunsch Welte Level 61. Und Glückwunsch Let's Play Markus Level 50, der du uns seit dem ersten Part begleitest. Na, seit dem ersten nicht, aber seit dem zweiten. Glückwunsch, du bist der Champ der Pokémon-Liga. Das ist dein Pokémon-Team, was dich bis zum Ende begleitet hat, was dich ruhmreich durch die Top 4, durch die Pokémon-Liga und durch den Kampf gegen den Champ geführt hat.